Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal BenCake28. Weiter geht's mit einer entspannten Folge weiter mit von World Walker Games. Und wir sind immer noch dabei, wie soll ich sagen, die Trixel zu ärgern, beziehungsweise die ärgern uns. Beim letzten Mal das ein oder andere Lustige erlebt und vor allen Dingen sehr witzig finde ich, dass ich diesen Riesensumpf im Norden übersehen habe. Ich habe gesagt, wir haben noch drei Sachen vor uns. Nein, es sind vier, aber mein Gehirn hört immer bei drei auf zu zählen. Ja, für alle Menschen übrigens sehr schwierig. Nach wissenschaftlichen Studien, immer nach drei Objekten fängt das Gehirn an, eine kurze Pause zu brauchen. Aber ja, wir sind die Krone der Schöpfung. Herzlichen Glückwunsch. So, nun denn, dann, diese Meinung vertrete ich nicht. So, dann Talvish's Wetland, Swamp. Da wollen wir mal fröhlich hinflitzen und schauen, was es dort Nettes gibt. Bei der letzten Folge, oder vorletzten Folge hieß es, oh Achtung, du hast jetzt ein bisschen viel Mystics, ja. Aber die können durchaus auch die Verteidigungsanlagen bauen und oder Brücken. Also, kommt immer drauf an, wie man halt einsetzt. Ne? Ich habe halt aber vom Spiel nur das bekommen, was ich halt bekommen habe. Klar, ich hätte jetzt auch neue Helden ausbilden können und die hochleveln können, aber Mensch, ein bisschen Pain. No pain, no gain oder sowas, habe ich mir irgendwo gelesen. So, apropos, dann wollen wir mal scouten. Also nicht wir, unsere ArbeitnehmerInnen. Let's go. Oh, Ella, oh, bin schon zäh. ja. Unser Hauptgegner sind Trixel und da ist nicht ein einziger Trixel drin. Few current calamities. Ich habe einfach gesagt, ist okay. Ich wollte das Spiel belohnen dafür, dass es mir keine Trixel angeboten hat. Dass es sowas öfters macht. Ja, natürlich kommen jetzt Draven. Danke. Also Draven sind für mich in dem Spiel mit die schlimmsten Gegner, die man bekämpfen kann. Je nachdem, was für Karten sie halt haben. Klar, wie bei allen auch, aber die sind schon sehr interessant. So. Are you alright, Sapsa? You aren't said a word for hours. Don't worry, my well hasn't run dry. I'm just thinking. Want to share? Maybe we can help? I guess I have been pretty focused thinking about what I want to do when... If we manage to survive all these battles and the land is safe. Okay, I have to know. What do you want to do? I don't know. I think I want to lock myself up in the library and never come out. I take a much needed break. Maybe a trip out to the sea. Jawohl, Tweaker. Okay. What about you, Ella? I might like to settle down. Stay in one place for a while. Ja, das bist ja sowas ähnliches gewöhnt. What about you, Patricia? An end of fighting? I think I'd get bored. Better look sharp, everyone. They're just up ahead, and we're not done fighting yet. One day. Das ist so ein geiles Spiel. Okay, Doppelstart, Doppeldart. Kann man fast schon einen coolen Rap draus machen. Gott, für dieses peinliche Kommentar direkt abonnieren, bitte. Deven, Stormthroat, Stormthroat. Jawollo, wollen wir mal. Ein Spirit. Ich finde die so geil. Ist ja nicht so, dass ich so ein Spiel hätte gerne, so Pokémon-like. Auf keinen Fall. Definitiv nicht. Oder ein rundenbasiertes Strategiespiel mit diesen Fraktionen und so. Ganz bestimmt will ich das nicht. Okay, komm. Wieder Wildermiss. Ihr kennt dieses Luftholen von mir. Ich kurz überlege. Ich nix kann Deutsch sprechen gerade. So, Roots and Shoots. Ja. Ich sag's jetzt einfach mal, lieber Fayette, so geht das übrigens. Das sind keine Bäume, sind einfach nur Pflanzen, ja? Lebensformen, die Wurzeln schlagen. So wie ich. So, dann Interviews. Dann interviewst man mit so einer Pflanze. Und dann kann man mit der Dinge tun. Echt? Denn Killcrua, krass. Okay, alles klar. Also es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder machen wir die 8 Schaden oder die 9 bis 11 Schaden auf 3 Range. Ich will natürlich die 9 bis 11 Schaden machen. Aber ich überlege, wen. Ich glaube, ich werf dich hier mal nach hinten, weil ich dich einfach nicht leiden kann.
Nein, das ist fies, der Vogel. Also den Vogel, den da einsetzen, den Aktion wegzunehmen, ist schon gemein. So, und jetzt... Huch! Was ist nun passiert? Du darfst nochmal. Oh, es ist so schön, wenn man einfach Fähigkeiten einsetzen darf. Komm, das bist du, das ein bisschen näher kommen. Hey! Nein! Tu nicht ableben! Er ist abgelebt. Tja, was soll man sagen? Apropos, wir brauchten überhaupt noch den Leafbow. Oder ein Leaf-Dings überhaupt. Oh Gott, bin ich das nervig. Ja, ich habe noch eine neue Kampagne mit Moonali angefangen. Es ist so schlimm, ich komme ja durcheinander. Nein? Du auch nein, oder? Ach so. Könnte man machen. Ja, ich hab's gleich. Ja. Also ich könnte... Ich könnte hier einen Bogen verzaubern zum Leafbow, aber ich weiß nicht, ob dann die Legacy Points besser wären. Nur ein Profi könnte mir diese Frage beantworten. Ja, komm. Sie hat keine Panzerung übrigens. Was ziemlich blöde Idee ist. Ach, das ist ein riesen Dingsbums, okay. Das Ding des Blasses hast du denn hier, Shackle. Was hast du denn hier? Construct, das macht wenigstens garantiert einen Tod. Nein, das will ich doch. Guten Morgen. Nimm auf keinen Fall, der weiter hinten steht, Bento. Nimm einen, der weiter vorne ist. Das ist genau die gute Idee, die man jetzt hier haben muss. Oh Mann, ehrlich. Wegen meiner Doofheit muss ich jetzt hier durch die Gegend liepen. Anstrengend, dieses Rumgehüpfe. Das sind ja kein Häschen, kein Goldenes. Zack, zack, da, da, da. Ja. Mein Liebling, der Pit. Ich gebe es dir einfach zu. Also, nee, das darf ich ja nicht. Nein, nein, nein. Ich hätte es auch anders machen können. Hüpfe, kleiner Leaf Spirit, in Freiheit. Ja, 3 Turns left. Easy. Ja, mach mal nix. Wunderbar. Sehr hübsch. Ganze noch abzurunden, du dahin. 2 Turns left, oh oh. Ach ja, Bencake. Du bist ja gar nicht so weit. Dafür sind die ganzen anderen Dudes da drüben. Ohne Patricia das angehen. Wollen wir wissen? Wir wollen es mal wissen. Können die ohne Patricia klarkommen? Noch so ein Pflanzenbogen. Ja, tu den Replacen bitte. Warum mache ich das? Spider-Killer, geil. Ja, das ist der Spider-Killer. Warum mache ich das? Also, wenn ich im Fernkampf bin und mache dann einen Stunt mit dem Bogen, zufälligerweise, bekomme ich ja nochmal 2 Lebenspunkte temporär drauf, was dann für einen Krieger, der vielleicht auch mal ein bisschen weiter frontal drin steht, nicht schlecht sein kann. Ist vom Mega-Erfolg gekrönt ist das Ganze jetzt nicht. Ne? Also, das ist mir durchaus bewusst. So. Dann. Woods and Shoots. Ich will mich mal jetzt nicht selbst blockieren, deswegen habe ich es dort hinten hin gepfeffert. Dann kommt hier das Interviews mit dieser Pflanze. Dann mal schauen, was wir hier Schönes machen können. Dann machen wir mal einen Vine Ranch. Hier die Stumps. Einmal bitte weg mit dir. Der dürft jetzt nochmal. Aber er ist gepinnt. Festgefesselt in Dornenranken, der arme Dude. So, dann hat Vika erstmal gezeigt, was er kann. Ja, Splinter Blast ist eigentlich ganz nett. Ja, nimm bitte das hier. Dann treffen wir nämlich die beiden. Denn es haut denen die Armor weg. Und es ist dann für einen Folgeangriff natürlich ganz gut. Heroism bitte.
Armer Dieben kriegt voll eine auf die Mütze. Dann liepen wir am besten. Machen wir es dem Gegner ein bisschen schwieriger. Oder bieten wir uns da an? Ach nee, wir lieben darüber und dann. Was ist das vom Throat? Und zwar die Axt von Ella. Auch wenn die damit so ein bisschen versehentlich gealtert ist. Okay, es ist nur noch Pityline dran. Pit schafft es wahrscheinlich nicht mit einem Schuss, den zu killen, oder? Was macht denn der Shoot? 6 Schaden. Wahrscheinlich wieder eine gute Deckung haben. Mit dem Gift könnte es halt reichen, aber 66% Trefferwahrscheinlichkeit, egal, komm. Ja, okay. Haben Interieur zerstört. Hoffentlich wird es uns nicht in Rechnung gestellt. Och, jetzt hör aber auf. Ärger doch die alte Frau nicht so. Okay, apropos die alte Frau nicht so ärgern. Ja, ich fliege hier einfach voll cool rein. Ja, komm, die Thunderstorm brauche ich jetzt nicht machen. Eine Wine Ranch. Da kommst du mal darüber. Ach, jetzt hör aber aus, solche Sachen auszuweichen. So macht das natürlich keinen Spaß. Sweat Weapon. Shadow's Leap. Ja, das bringt mir nicht so viel. Naja, ist egal. Dann Heroism. Dann, wo kann ich den schön lang pfeffern? Da kann ich nochmal schön durch die Gegend pfeffern. Und tschüss. Knockback-Schaden. Untouchable. Das putze ich hier jetzt. Sehr schön. Can't touch this. Zack. Und dann darf Ella, nein, darf sie nicht, weil sie schon so geschwächt ist. Dann bieten wir uns hier schön beide an. Und dann darf Tweakerlein noch dazu. Und dann Tweakerlein, sage ich. Pit darf zum Tweakerlein. Und tschüss. Hätte ja auch daneben schießen können, ne? Darf man nicht vergessen. Boah, der Sumpf war ganz angenehm. Netter Ausflug in den Sumpf. Tier 2 Great Axe. Was soll ich mit einer Großaxt anfangen? Ne, Eagle Wing bleibt. Den werde ich aufwerten. Boah, ist das bitter echt, ey. Ja, die Minotaurer-Axt wegzunehmen will ich nicht. Die kann in anderen Abenteuer, wenn sie sie mitnimmt. Artefaktwaffen werden ja oft mitgenommen. Dann halt leider einen Stahl draus machen. Eisen. Stahl, Eisen. That's the last of them. What's that over there? Please, help me. Huh? Are you okay? Where are you from? We can escort you back. I have no home anymore. They came upon us at night, swooping in like vultures. They killed everyone, my friends, my family. I don't know why I was spared, and I've lost track of time. Perhaps they meant to keep me as a meal. I have no family to go back to. I have nothing. Das ist eine sehr traurige Geschichte. Don't force me back to that empty village. Take me with you instead. Let me seek my Wenigans by your side. Also ich habe noch nie so viele Angebote bekommen. Ja, mein Gott, ich glaube, der ist so ziemlich auf Krawall gebürstet. Den nehmen wir. Weh, es ist ein Mystiker. Welcome. Willkommen bei den Termiten der Düsternis. Thank you. You won't regret this. Naja, wir mal sehen. 2 Legacy Points schon mal weg. Das regrette ich schon. Krieg aber 2 Vita. Danke. Gut, danke. Ein Hound obendrauf. Alles klar. So. Ja. Oh. Ein Moment. Ich muss den basteln. Ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Oh, das wird so gut. So ein kleiner Ruckler, aber ein entscheidender Moment für mich. Ich habe es endlich geschafft, mal was anderes als einen Mystiker zu bekommen. Wir haben einen 32 Jahre alten poetischen Romantiker
Und ich lese das und sag mir, okay, alles klar, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es leider Zeit. Ich muss mein Groupie komplett rauslassen, Leute. Ich kann da jetzt nichts für. Fayette Grimshot, du bist da. Du bist jetzt auch bei mir im Abenteuer. Ganz offiziell. Weil einfach, oh ja, es ist so gut. Also, viel Spaß beim Untergang. ich konnte nicht anders. Es tut mir leid, Fayette, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Ich habe hier Lustiges vor mit dir. Fayette Grimshot, wer es nicht kennt, wer es bisher noch nicht verfolgt hat, also Fayette hat einen eigenen Kanal, Fayette Gaming, bitte unbedingt draufgehen, abonnieren, Videos angucken, saucooler Kanal, sehr, sehr viele Indie-Games, aber auch anderes, ist jetzt auch wurscht egal, macht tolle Videos, super geschnitten und so weiter. Und der hat einen Charakter, aber der heißt Fayette Grimshot und den bringe ich jetzt hier auch rein. Und es wird eine alternative Fayette-Realität. Und wie gesagt, ich lasse einen Groupie raus. Okay, also ich muss auch mal so ein bisschen Fan sein dürfen. So, okay. Gut, wollen wir Fayette gleich die Drecksarbeit machen lassen? Will ich den hochleveln? Es wäre so... Okay, pass mal auf, Leute. Ella ist ein bisschen geschwächt. Die geht darüber. Und der Rest der Gruppe macht hier Find ein Item. Entschuldigung, dass ich es so toll finde. So, perhaps ja irgendwas. Wunderbar. Wir haben 2 Fabrics bekommen. Auch cool. Und wir haben 07 Speed. 07 Speed. Ich kicke ihn jetzt hoch ein bisschen. Bringen wir mal Fayette zum Kniepad. Da kommt gleich mal mit dem Kniepad rein. Okay, das wird jetzt ein bisschen... Ich schwitze. Weil halt. Scout. Let's go. Wird interessant. Tier 3 Defenses sind errichtet worden, das ist schön. Dann beschleunigt mal das ganze Verfahren bitte ihr 3 und scoutet hier parallel schon mal los. Und wird nichts mehr draus. Nächstes Abenteuer. Haben die gleiche Frisur, Tweaker? Ja, da muss ich noch was tun, das habe ich nicht bemerkt. Cool. Korps, jetzt sind die alles vor. Okay. I can almost understand what they're saying. Enough to realize I don't particularly want to. Crows are vulgar. Does this happen to you often? Ich würde nicht dauernd Krähengeräusche machen. Tut mir leid. That one seems to have a lot to say. Can you make out any of it? Almost. Chinning? Shiny? Shiny probably? Perhaps it's a compliment among the crowfolk? So, interessant, ich habe keine Ahnung, was es bedeuten soll. Sure, I would love something shiny, thank you. You want to be useful? Go mob the Mortagi for us. Das ist doch mal eine Antwort, die ich von Tweaker erwarten würde. The crows lower its head in a cockeyed sort of bow. You might not guess it beneath the rust, but Mortagi can be quite shiny. Aha. Die scheinen angeregt zu diskutieren. The other crows follow the first into the sky. What are the odds that they'll do it? Not impossible. That racket sounded something like a war chant. Don't they always sound like that? Either way, the confusion and Pack's marks over the Mortagi gathering certainly looked promising. Hat funktioniert. Wie geil, dass zum Krähenvolk gehört, der Tweaker. Ah, Fayette has grown stronger. Das ging aber schnell mit dir. Ja, gibt's eigentlich nur eine Antwort hier. Den Throughshot. Warum auch nicht? Und die Krähen, ihr kennt so einen gewissen Roman, den ich jetzt nicht erwähne, weil nachher heißt es Werbung und markiert oder sowas.
All foes suffer 2 Damage to start the mission. Also, die haben alle 2 Schaden gekriegt. Die haben die Shinies. Interessant, nicht wahr? Wie cool, was für Dinge dieses Spiel einfließt. Egal jetzt. Beschädigt. Du hast gesagt, du nimmst uns bei allem mit. Ja, und dann habe ich natürlich die Haare vergessen. Customize, Head and Face, Haare. Also, ja, ist ein bisschen heftig, weil, wie gesagt, da sollte es mehr Auswahl geben. Jetzt will ich aber auch nicht auch gleich noch die gleiche Frisur wie bei Revan das ist. Ah, ich glaube, hier habe ich sie noch nicht aktiviert gehabt, die anderen Mods. Ja. Oh Gott, nein, bitte nicht. Oh ja, unbedingt. Oder soll ich ihm so eine... Nee, ich sag das jetzt einfach nicht. Nachher wirst du noch verklagt beim Gag. Ich habe da so viele Ideen für ihn. Nee. Oh, komm schon. Was ist das denn bitte? Wisst ihr, es ist schon schwierig, deswegen ist es manchmal besser, die Sachen rauszunehmen. Ich hätte mich jetzt schon an diesen einen neue Frisur gewöhnt. Nee. Bei Fayette kann ich mir das irgendwie nicht so vorstellen. Man hat ja so eine gewisse Vorstellung von Leuten, die man noch nie gesehen hat im Kopf, wisst ihr? Und das macht sie dann noch umso schlimmer. Oh Gott, was ist denn das für eine Locke? Das meine ich. Deswegen sind einfach manchmal 5 Minuten, die da verloren gehen, weil ich mit nichts, aber auch gar nichts zufrieden bin. Oh Gott, was ist denn das für ein Bug? Soll das da sein? Eine Glatze? Nein, 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 nein. Das ist ja nicht WB, der hier mitspielt. Grüße an dich, WB, falls du das eines Tages sehen solltest. Wir machen Fayette mal ein bisschen rustikaler. Er hat ja auch so einen sehr rustikalen Spielstil. Ne? Der räumt ja immer gerne mit seinen Gegnern, egal was für ein Spiel, sehr, sehr clever auf. Dann muss er wenigstens hier jetzt mal ein bisschen sagen wir mal, sommerlichere Frisur mitbringen. Ne? Wollte eigentlich ein kurzer Schnitt, hat es ein bisschen übertrieben. So, jetzt haben wir aber auch genug gequatscht. Ja, muss aber auch mal sein. Komm schon, Leute. Gib mir die Chance, hier ein bisschen Spaß zu haben. Okay, vielleicht hat jetzt Fayette schon Bock hier. Guck mal hier, was der kann. Der kann Durchschuss schaffen. Einfach mal kurz präsentiert. Fayette ist noch ein bisschen, muss noch ein bisschen üben, ne? Ist noch nicht so ganz ganz so fit wie andere Helden hier. So, die hasse ich wieder. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr. So, dann. Ich will mir nicht einen Weg verbauen mit meinen anderen Einheiten. Ich bin kein großer Freund von den Butlern. Ich fürchte die tatsächlich. Ich habe mit denen immer furchtbare Erfahrungen gemacht. Ich kann es euch jetzt auch nicht erklären, wieso. Ja, komm. Bist du mal ein Shootingstar hier. Sudele. Dann nochmal Roots and Shoots. Wollen wir uns hier nichts verbauen. Haben wir uns in Gasse gelassen. Dann Interviews mal schön Tweaker wie immer. Weil Gas hat nämlich, glaube ich, ausreichend Reichweite. Schild wird jetzt wieder aufgeladen, neue Runde, ne? Deswegen ist auch die magischen Attacken untouchable. Danke, dass du das... Eine Fähigkeit gegen meine eigene Inkompetenz. Das wurde verändert, ne? Also zu den ursprünglichen Folgen von mir, ne? Da gab es dann irgendwann mal ein Update und so ein Zeug, ne? So ein Kruscht. Ja, komm. Sieht übrigens die meisten Kills übrigens, Patricia, von all meinen Helden. War so auch nicht gedacht und geplant, aber so ist es dann gekommen. Weit über 100 Kills hat die schon gemacht. Fayette guckt sich kurz die Bücher an und sagt sich, nee, da ist nichts dabei. So, dann Pit auch. Pit hat was gefunden, aber ist jetzt hier eher was für Erwachsene, deswegen kann ich es nicht sagen, was er für ein Buch sich da rausgezogen hat aus dem Regal. Und dann Don't Wait. Oh, ein wildes Monali erscheint bei mir gerade. Ich bin halb zu Tode erschrocken. Hallo! Sie guckt wieder nach mir, ob ich noch lebe und so. So. Da habe ich jetzt ein bisschen arg unnötig verzögert. So, Femlaport. Oder so. Wieder ist niemand. Ah, das ist ja jetzt mal eine Enttäuschung.
Oh, nicht mal nochmal so eine Tor-Szene. Das sind so Sachen, die man eigentlich rausschneiden sollte. Ihr seht das in so einem hellblauen Bereich übrigens. Ne? Sie hat dieses Ignite, oder wie das heißt, diese Fähigkeit drauf. Ne, wenn sich Gegner ihr nähern, kriegen sie auch Schaden. Nicht vergessen. Auch nicht vergessen, dass Sapse Gegner erblinden lassen kann, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Sage ich eher zu mir selbst, als ich zu euch sage. Ich weiß. So, wo sind denn unsere Shinies? Na, hallo, kleiner Shiny. Aha, da ist doch so ein verhasstes Viech. Na komm, lass mal unsere Fernkämpfer ein bisschen wirken, ne? Ja, ich habe gesehen, dass es von dort aus nicht geht. Pit ist ein bisschen wendiger. Ja, okay, 55% ist hart gezockt. Gebe ich zu. Der hat mehr physischen Schild, deswegen nehme ich jetzt den die physische Attacke und schmeiße einfach einen Stein. Ja, ein Stein, der werfen, das ist eine physische Attacke, keine magische. So, Tvika, du und deine Krähen, ihr habt ja ganze Arbeit geleistet. So, was haben wir denn hier? Ein Batschbi? Ah, die mag ich auch nicht. Ich mag die Mortagi als Gegner. Unglaublich, saucoole Idee. Saugeile Nummer. Oh! Mensch, Pit, was hast denn du da? Da hast du eine ganze Rasselbande aufgedeckt. Joa, schmeiß mal ein Quellingmoss rein. Zweimal geblockt, wisst ihr? Zweimal. Das muss echt nicht sein, so ein Mist. Ja, an die vorderen Sachen kommst du gar nicht dran. Mit dem Diskus kommst du auch nicht ran. Mit dem Steelfire kannst du nur zumachen. Ja, aber wäre ganz witzig, aber die meisten haben eh schon. Warte mal, die spiele ich später. Die spiele ich später. Wird Zeit für ein bisschen Slam-Action. Wie weit kommst du geflogen? Dahin. Ja, komm. So. Boots and Shoots. Ja, machen wir. Da, ah, der Gang blieb offen. Shit. Ich hatte andere Pläne. Oder? Schaffe ich es nochmal? Jetzt habe ich meinen eigenen Rücken zugewuchert. Nein! Rockshield. Einer muss verteidigt werden hier. Und dann schießt man hier durch die beiden. Ja, Fayed, ich hab's genau gewusst. Einer rettet hier die Bande. Und zack, tot. Kombo von unseren beiden Bogenschützen. Süß. Süß, dass er dieses kleine Spielzeug hier versucht hat. Okay. Ja, komm. Und tschüss. Eins, zwei. Zwei, drei, vier. Dann dürfte sie eigentlich noch. Ja. Schau mal. Die Sommeliers können aufgrund ihrer magischen Attacken doch sehr viel Schaden machen. Die hatte jetzt Schaden bekommen, glaube ich, wegen Battle Dance. Ich glaube, sie hat Battle Dance. Ich gucke jetzt nicht nochmal extra nach. Keine Panik, Leute. Mache ich so eine finstere Nummer? Ja, bringt nichts. Interviews mal mit der Pflanze sind cool, die sind's nicht durch. Ansonsten muss ich sie zerstören. Waldgasp. War der letzte. Gut, wenn man nicht. Wie gesagt, kann ich nur bis 13. Wuhu, Fayed hat sich's gemacht für erste Level. Nicht schon wieder so ein Schild. Warum kriege ich dauernd diese Schilde? Ich brauche diese Schilde nicht.
Ja, aber auf der anderen Seite, wisst ihr, also ein Schild ist auch sehr hübsch. Zum Beispiel als Wanddeko. Ich nehme das Ignat. Oh yeah, mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist natürlich, wie ich es auch nicht nur einmal gesagt habe, für alle immer gut. Pit. Batchby, extra Damage. Ja, danke schön. So habe ich das gerne. Dann findet man ein Item und go. Alles klar. Dodge, 5 Dodge. Patricia. Nimm das bitte. Manchmal muss ich nachdenken. Furchtbare Eigenschaft, ich weiß. Packen die eh alles nicht mehr. Packen die nicht mehr. Clear All habe ich kürzlich entdeckt. Dann? Ja, egal. Mache ich jetzt einfach so. Und das hier. Ich habe kurz auf Pause gedrückt. Ich gucke auf die Uhr. Halbe Stunde. Ich habe euch so lange warten lassen. Aber nichtsdestotrotz, die letzten beiden, denke ich mal, können vielleicht ein bisschen länger gehen. Und dann ist die nächste Folge wieder ein bisschen länger. Nein, Ben, krieg du das nicht. Doch, doch, tue ich. Folge an der Stelle jetzt erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat sie euch gefallen. Wenn es so ist, könnt ihr das dann natürlich mit dem Like mal wieder zeigen. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wird ziemlich nice. Und auch so, wie ihr das Spiel mal zwischendrin findet, ich glaube, ich bin schon eine weite Strecke gegangen, könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare unten packen, wie das funktioniert, wisst ihr ja. Noch ganz kurz wegen Wildermyth. Es sind noch mehrere voll geile Kampagnen da drauf, ja. Wie gesagt, der schon genannte hat da tolle Videos zu gemacht, die würde ich euch ans Herz legen zu schauen. Die sind super geschnitten auch. Ist immer kapitelweise, ein bisschen anders als ich das halt mache. Jeder seinen Style oder sein Niveau, an das ich nicht heranreiche. Lange Rede, schwacher Sinn. Daher wird es nicht alles von mir geben. Wildermyth wird auf jeden Fall weitergehen bei mir auf dem Kanal. Die Kampagne führe ich natürlich mit euch zu Ende, nur als Vorab-Ankündigung. Mache ich noch wahrscheinlich nochmal so eine freie Kampagne. Hatte ich euch ja schon versprochen. Ich hatte aber so Bock, Kampagne zu spielen, weil die einfach so liebevoll gestaltet sind sowieso. Das freie Spiel ist aber auch echt saugut und sauinteressant. Ist auch gut, so ein bisschen seine Helden zu leveln, wenn man die eine oder andere schwerere Kampagne versucht auch zu schaffen. Man muss in diesem Spiel klassisch auch mal leveln, ja, wenn man nicht gleich aufs Maul kriegen will. Wer meint, die gleiche schwerste Kampagne ohne Legacy-Helden zu machen, der lernt dieses Spiel kennen. Auf die unangenehme Weise. Soll ja aber auch so sein, dass ein Spiel nicht unbedingt ganz leicht ist. So, für mich ist das, macht's den Reiz aus. Okay, gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sternreise und sage bis zum nächsten Video. Euer BenCake28. Ciao, ciao.